Effizienz trifft Emotionen. Genauer gesagt, ein sparsamer Motor verbaut in eine sportliche Karosse. Das klingt irgendwie nach Sport ohne Anstrengung. Und von innen gibt sich der Bayer nicht eindeutig zu erkennen. Es wirkt schon ein bisschen einheitlich und ich kann auf den ersten Blick gar nicht sagen, sitze ich in einem 1er, einem 2er oder sogar einem 3er BMW. Es ist der BMW 220d Coupé. Ein sportlicher Wagen mit einem sparsamen, aber kräftigen 190 PS Motor und einem Sportautomatikgetriebe. Der Grundpreis für dieses Paket 35.690 Euro. Innen gibt sich das Coupé fahrerorientiert. BMW-typisch hochwertig und auf der Mittelkonsole übersichtlich strukturiert. Außerdem punktet das Zweier-Coupé mit guten Sitzen, die ordentlichen Seitenhalt bieten. Wenn wir auch hier ans Gas gehen, und in diesem Modell haben wir ein 8-Stufen-Automatikgetriebe, dann hängt der BMW sehr schön am Gas, zieht aus dem unteren Drehzahlbereich hoch, auch hier über das ganze Drehzahlband bis weit über 4.500 Umdrehungen. Da ist sie wieder, die Unvernunft in Form von Drehfreude und 8 Gängen im Getriebe. Was unvernünftig viel klingt, trägt allerdings zur Vernunft bei. Mehr Fahrstufen, mehr Komfort. Was ist sportlicher, Handschalter oder Automatikgetriebe? Hier bei der Automatik haben wir die Möglichkeit, auf Sportprogramm zu fahren, Sport Plus zu fahren. Wir können am Lenkrad über Schaltpedals eingreifen. Am Ende des Tages punktet das Automatikgetriebe sicherlich dadurch, dass es im Alltagsbetrieb ein bisschen komfortabler ist, weil man fährt 90% auf D, was sehr einfach und sehr komfortabel ist. Und neben dem Komfort ist die unangefochtene Stärke der 8-Stufen-Automatik aus dem Hause ZF, der Zahnradfabrik Friedrichshafen, das Sparen. Ich glaube, ein unbestrittenen Vorteil im Getriebe ist mit Sicherheit der Verbrauch, denn die Automatik übernimmt für uns natürlich Schaltstrategien und das kommt dem Verbrauch zugute. Auf der Automotor- und Sportverbrauchsrunde benötigt der BMW 220d 6,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Ein guter Wert. Und trotzdem kann der BMW auch ziemlich dynamisch. Ein Paradeplatz für BMW ist sicherlich Performance, Fahrspaß. Und da steht der 2er BMW den anderen Modellen in nichts nach. Das heißt, die Lenkung ist sehr leichtgängig, direkt. Gibt schöne Rückmeldung, das Auto fühlt sich sehr agil an. Ich kann noch über das adaptive Fahrwerk Dämpferrate einstellen, verändern. Fahrspaß bietet er definitiv, doch jetzt entscheiden die objektiven Messwerte. Relativ einfach bei diesem Fahrzeug, denn wir haben automatisiertes Getriebe, Heckantrieb, das heißt, eigentlich erwarte ich da schon eine etwas bessere Performance. Der Heckantrieb verhilft ihm zu mehr Traktion. 7,2 Sekunden benötigt der BMW auf 100 km/h. Aus 100 km/h bis zum Stillstand. Fahrzeug sehr stabil, schöne ABS-Regelung. 34,8 Meter vergehen, bis der BMW 220d wieder endgültig steht. Bleibt noch die Hütchengasse. 18 Meter Slalom zum Thema Fahrspaß. BMW hier ein sehr agiles Fahrverhalten. Lenkung typisch BMW. Leichtes Drängen mit dem Heck, aber leicht kontrollierbar und ein super Wert. 68,1 km/h stehen zwischen den Pylonen auf dem Tacho. Das ist schon fast auf Porsche-Niveau. In den Messwerten manifestiert sich das hohe Niveau des BMW 220d. Der BMW 5er Touring, für viele Arbeitnehmer die erste Wahl als Dienstfahrzeug. Lohnt sich der Griff zum kleinen 150 PS Diesel?